Tafel Dirk Jacobs. Es ist nicht gerade ein euphorisches Halleluja, mit dem die Füchse und Fabian Wiede nun in die Weihnachtsfeiertage gehen. Das Erlebnis und Ergebnis in Eisenach drücken auf die Stimmung. Ja, schon ein bisschen. Also, ich denke mal, das haben wir uns alle ganz anders vorgestellt jetzt vor Weihnachten und vor eigentlich der Winterpause, eigentlich mit zwei Siegen nochmal rauszugehen. Aber ja, ich denke, wir waren einfach nicht konzentriert genug und haben halt zwei leichte Punkte, vermeintlich leichte Punkte weggegeben und ja. Es war Wiede, der von Trainer Sigurdsson drei Sekunden vor Schluss noch mal aufs Feld geschickt wurde, um zumindest noch den Ausgleichstreffer zu erzielen. Der Nummer 3 misslang das. Und so jubelte Eisenach, der Tabellenvorletzte, der den Europacup-Vertreter schlug. Ich war halt die zweite Halbzeit gar nicht im Spiel, war völlig kalt und konnte halt in den letzten drei Sekunden noch mal rein und dann halt aufs 12, 13 Meter Tor werfen. Das ist natürlich schwierig und ging halt leider nicht so gut, dass es für ein Tor gereicht hat. Es lief einiges nicht gut in diesem Spiel. Die Füchse in Weiß fanden nur mühsam ein Durchkommen. Gegen hochmotivierte Eisenacher fehlten gute Ideen und, nicht zum ersten Mal, gute Nerven in den aussichtsreichen Momenten des Spiels. Zu viele Chancen ungenutzt. Außer Torwart Heinevetter konnte allein Konstantin Igropulo mit 9 Treffern überzeugen. Schon bei der knappen 11:10 Halbzeitführung bahnte sich das böse Ende an. Die Füchse verloren, weil aus Sicht des Managers die Einstellung nicht stimmte und man die Eisenacher viel zu sehr auf die leichte Schulter genommen hat. Ich habe die Mannschaft über viele Wochen sehr gut gespielt und auch immer wieder gehört, wie gut sie ist und schon sich im Final Four befindet und eigentlich auch schon das Europapokal-Final Four erreicht hat und hat dementsprechend wenig investiert, bis zum Teil gar nichts investiert. Und das ist schon sehr ärgerlich. Für Heinevetter hat noch ordentlich gehalten. Ansonsten war das phasenweise unterirdisch. Ein kleiner Rückschlag also in einer ansonsten erfolgreichen Jahreshälfte. Auch dank Fabian Wiede, vor kurzem noch Jugendspieler, für ihn ist steil bergauf gegangen. Wir wissen, dass wir ein überragendes Juwel mit ihm haben. Wir haben einen Spieler, der maximal orientiert dem Traum des Handballprofis lebt. Und bin ganz, ganz sicher, dass er da auch oben ankommen wird. Er ist schon in der Spitzengruppe der Liga. Und es gibt ja auch gute Aussichten im DHB- und EHF-Pokal. Da darf der 19-Jährige durchaus von der ersten großen Trophäe träumen. Wenn man ins Final Four einzieht, denke ich mal, ist alles offen, weil da kann jeder jeden schlagen. Und daher träumt man schon ein bisschen davon. Es sollte aber unbedingt noch einen richtig guten Jahresschlussakkord Donnerstag gegen Balingen geben. Im Sommer verpflichtete Alba Berlin den Kanadier Livon Kendall. Der 29-jährige Kanadier gilt als absolutes Multitalent. Auf dem Feld, da knallt der 29-Jährige gerne mal dazwischen und räumt auch ab, wenn es sein muss. Privat, da mag es der musizierende Basketballer eher ruhig. Philipp Büchner traf sich heute mit Kendall und zwar im RBB-Tonstudio.